Es mit Dying Light 2. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Bevor es weitergeht, Leute, abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Ich dachte, ich könnte ihnen trauen. Basala, wie lange ich bin gewesen. Ah, du sagst es hier, ey. Warum sagst du das? Damals habe ich mir weniger Sorgen gemacht. Veronica. Bist du Veronica? Keine große Sache. Halt die Klappe. Ah, ja. Wenn sie sich einmal was in den Kopf gesetzt hat. Diese PK-Booster machen mich krank. Wir müssen mal nach oben. Wir müssen oben schauen. Ob Veronica oben ist. Aber ich glaube eher weniger. Die ist doch eigentlich ein Dinger. Ah doch, hier kann die sein. Veronica? Der Veronica. Die schon ist hier, ey. In der letzten Folge einfach Harkon tot, Alter. Wir haben den Tod geprügelt. Ich will nicht das erstbeste Mädchen heiraten, das ich treffe. Sie sollte schön und intelligent sein. Diese Rumsucherei, man, es kotzt mich auch übel an, Alter. Was ist die ganze Zeit? Die letzte Folge finden sie Harkon, suchen sie Harkon. Jetzt diese Folge suchen sie Veronica. Was ist das, Alter? Du siehst gut aus. Hast du ja, Mann. Ja. Hallo Barney. Was führt dich her, Kumpel? Ich suche nach Dr. Veronica Ryan. Da bist du nicht der Einzige, Mann. Was meinst du? Die gute Frau Doktor steckt in Schwierigkeiten. Und zwar in recht seltsamen. In Old Villador ist nämlich eine Gruppe von Abtrünnigen aufgetaucht. Zuerst hatten wir uns auf einen weiteren Kampf eingestellt. Sie griffen den Bazaar aber gar nicht an. Sie fragten nur nach Dr. Ryan. Natürlich haben wir ihm nicht erzählt, wo sie ist. Und wo ist Veronica? Mir kannst du das doch sagen, oder? In einem Versteck. Vincenzo und ein paar unserer Leute schützen sie dort. Je weniger Leute aber von diesem Ort wissen, desto sicherer ist sie. Sag mir wo, Barney. Falls die Abtrünnigen Veronica jagen, werden ein paar Leute nicht ausreichen. Du kannst einfach keinen Kampf aus dem Weg gehen, was? Das Gebäude ist im Norden von Quarry End. Courtesan Row Street. Das hast du aber nicht von mir, ja? Und du? Warum bist du hier und nicht bei Vincenzo und den anderen? Das wollte ich ja. Sophie hat's mir aber ausgeredet. Ich glaube, sie wollte denen wohl einfach meine Launen nicht zumuten. Was für scheiß Launen denn? Ich hab keine Ahnung. Okay. Danke für die Info. Ich gehe los und helfe ihnen. Und da heißt es, ich sei derjenige, der mal auf einen Kampf aus ist. Auf jeden Fall, viel Glück, Mann. Ich verlasse den Bazar heute nicht. Der Wind kommt aus Osten, das ist ein schlechtes Omen. Ja, gut. Die heilige Dreifaltigkeit, Alter. Ey. Ja, die Abtrünnigen, immer diese Abtrünnigen. Was geht sonst? Einfach Zombies neben euch, aber euch, ihr gebt einen Scheiß drauf, Alter. Was geht? Das sind Baba-Typen, Alter. Nee. Ich weiß, dass ich muss meine Fertigkeit noch machen. Geil. Thank you.
Jungs, was macht ihr, ey? Warum? Warum mein Blut? Lass mal kommen. Dir helfe ich jetzt, weil ich Bock hab. Wie lange bist du noch ausgerastet? Oh, shit. Ach, ich ja, ja, ja. Jungs, was macht ihr? Warum greift ihr mich an, Jungs? Was ist das? Gib mir das einfach so. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist nicht mein Kampf. Gerade habe ich echt gar keinen Bock, aber ihr könnt ja hier reinrennen, dann wisst ihr, was passiert. Was geht? So ist das also. So ist das also. Die Schnauze. Alles cool, Mann. Was habt ihr so? Okay, Honig und Reis passt. Habt ihr was im Müll drin? Richtig geile Sachen so zum Teile. Okay, perfekt. Da unten sind noch welche. Ey. Perfekt. Manchmal geht's einfach nicht leiser. Ganz einfach. Was haben wir hier? Wer hat diese Stimme von euch? Ey, du chill doch mal! Ah, das ist so eine. Beruhig dich, Mordor. Ich will wissen, wer diese Stimme hat, ey. Der hat auf jeden Fall eine geile Stimme, Alter. Alter, krank. Der ist da drin. Da sind Eiser. Ja gut, ich komm rein, geh, dass du Bescheid weißt. Dietrich, mein Dietrich wird knapp. Mein Dietrich wird knapp. Hey, wie war das jetzt? Achso, so. Ach komm, wegen 1 Millimeter. Ey, shit. Warte kurz, ich bin gleich mit dir, beruhig dich. Ich muss doch kurz was gucken. Mach mal die Türe jetzt zu. Was ist das, ey? Jetzt rede mit mir. Gott sei Dank. Wo ist Veronika?
Sie konnte entkommen. Ich muss sie einfach nur finden. Weißt du, wo sie jetzt ist? Nein. Wir könnten aber versuchen, sie zu kontaktieren. Veronika? Veronika? Bist du in Sicherheit? Veronika? Scheiße. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, ich bin in Sicherheit. Und du? Ich jetzt auch. Da ist jemand, der mit dir reden muss. Dr. Ryan, ich bin Aiden. Ich weiß, dass sie von den Abtrünnigen gejagt werden. Beeil dich, Aiden. Hier werden jeden Augenblick noch mehr Abtrünnige auftauchen. Laut Frank haben sie für die GIE gearbeitet. Ich brauche Zugang zur GIE-Datenbank im Observatorium. Ich habe einen GIE-Schlüssel. Einen GIE-Zugangsschlüssel? Ja, so sagte man mir. Denken Sie, Sie könnten... Lass uns treffen. Ich werde in einem kleinen Gebäude in der Nähe des Dams sein, beim Observatorium. Okay, ich werde... Hallo? Sei vorsichtig, Aiden. Der Ort ist voller Chemikalien. Ich pass auf. Danke für die Warnung, Vincenzo. Ich danke dir. Ich bin froh, dass du aufgetaucht bist. Alles Gute, Aiden. Bis dann. Willst du mir vielleicht noch irgendetwas geben? Du stirbst mir jetzt nicht, oder? Dein Vater ist schon gestorben. Bleib du wenigstens heile, Alter. So sehe ich zwar nicht aus, aber... Wo war das jetzt? Ach so. Da, guck mal da. Wie viel Kilometer? 1,6. Oho, Alter, komm, warte mal. Warte mal. Gechillt, chill mal. Wir machen das anders jetzt. Wir gehen jetzt auf die Karte. Und danach... Oha. Irgendein Beißer, der nimmt mich drauf. Ich fahr's mal hier rüber. Ich hab so viele Sachen, ey. Schnellreisezeit nicht verfügbar, stand da. Hä? Egal, so hab... Was? Hä, was passiert? Ich hab doch Schnellreise gemacht, ey. Wo bin ich? Ja, genau, Alter. Jetzt lass mich Schnellreise machen, Mann. So. Ganz gechillt, Schnellreise. Dark Zone. Ich weiß, ist es gerade abends oder nachts? Hammer, ey. Ja, geht er. Ja, genau, 700 mehr. Ja, genau, das will ich sehen, Mann. Also das hatte wirklich mit dem Multiplayer zu tun, weil ich habe es gerade gelesen, Multiplayer-Modus aktiv. Es hatte also mit dem Multiplayer zu tun, dass diese Bugs und so waren. Dass die Entwickler einfach es nicht schaffen, ein Spiel rauszubringen. Das ist ja auch ein Multiplayer-Modus und dass es nicht funktioniert, das ist halt echt hart, ey. Das ist wirklich hart. Weder auf der PlayStation 5 oder weder auf der PlayStation 4 Coop kannst du komplett wegschmeißen. Die Bugs sind einfach zu krass. Ich blinkte das rein. Hast du dran rumgespielt? Nein, vielleicht wieder. Hast du dran rumgespielt? Ja, ich hab dran rumgespielt. Naja, wir sind gleich da.
hätte ich halt unten diese Dinger Schnellreise gemacht. Also Aiden, wo steckst du? Ich bin nahe am Damm. Wir treffen uns und dann gehen wir zum Observatorium. Das ist der Ort, nach dem du suchst. Aber das Observatorium schwimmt doch in Chemikalien. Du findest mich in dem zweistöckigen Gebäude zwischen dem Damm und der Promenade. Ich frage dich, ob meine Familie... Schade, ne? Was geht wieder schwimmen? Ich meine, es ist halt keine geile Musik da. Genieß die Wassergeräusche. Vielleicht ist es ein geiles Gefühl, ja, wenn man das hört. Da will man einschlafen. Alter, was war das gerade? Übel Instinkt hatte ich gerade, ey. Hier wär's, gell? Hier ist es. Hier ist es. Komm schon, Mann. Schaffst du das nicht da hoch? Okay, chill. Okay, kein Problem. Jetzt geht doch. Nochmal ein zweiter Punkt oder was? Jetzt zeigt es mir nach oben. Aber von hier. Jawohl. Du bist das. Ich erinnere mich an dich aus dem Bazar. Hast du für mich irgendwas, ey? Ja, da. Dachte mir schon, unsere Wege kreuzen sich früher oder später. Du hast Barney wieder zusammengeflickt, oder? Er wimmerte wie ein kleines Baby, als er die Nadel sah. Und diese Abtrünnigen, warum sind die hinter dir her? Vermutlich aus dem gleichen Grund wie bei dir, um auf die GRE-Datenbank zuzugreifen. Was willst du damit, Aiden? Warum riskierst du so viel? Ich suche nach meiner Schwester. Deine Schwester war bei der GRE? Nein, sie war eine Gefangene. Ich habe sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Eine Gefangene? Du meinst eine Versuchsperson? Ich weiß nicht, was ich finden werde. Sie ist die einzige Familie, die ich habe. Die einzige Antwort auf das, was Waltz uns antat. Waltz? Er hat uns dort festgehalten. Sein Hobby war es, an Kindern zu experimentieren. Wusstest du etwas davon? Ich war nur eine mittelrangige Ärztin, Aiden. Tut mir leid. Möchtest du noch was wissen? Oder können wir los? Und warum hilfst du mir? Suchst du auch noch etwas in der Datenbank? Aiden, diese Kammern beinhalten die größten Geheimnisse meiner Organisation. Ich bin fast gestorben, weil ich ein Teil davon war. Ich muss wissen, was sie verbargen. Und was, wenn dir nicht gefällt, was du entdeckst? Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Wie konnte eine GRE-Ärztin nur auf dem Bazar überleben? Indem ich niemandem gesagt habe, dass ich eine GRE-Ärztin bin. Nach der Revolution wurde die GRE für die Katastrophe verantwortlich gemacht. Die Angestellten wurden zusammengetrieben und exekutiert. Die Menschen nutzten Rache, um den Schmerz zu lindern. Ganz egal, ob es half oder nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Jetzt bin ich jemand anderes. Also, wie hast du vor, ins Observatorium zu gelangen? Sieh mal, es gibt einen Sicherheitstunnel in den Komplex. Er wurde vor Jahren versperrt. Gib mir den Schlüssel, Aiden. Bist du sicher, der Schlüssel funktioniert? Bislang hat er das. Vielleicht ist das Problem, dass das Gebäude keinen Strom hat. Gibt's da noch einen anderen Weg hinein? Es kommt darauf an, wie viel Risiko wir eingehen wollen. Wenn du mich fragst, ein hohes.
Okay, dann komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Sag mir, ich habe alles. Ich habe schon alles zusammengeflickt und gemacht und getan. Wo ist die, ey? Ach, ist die jetzt oben, oder was? Alter, was ist das, Alter? Natürlich. Alles klar. Gut, dann gehen wir so weiter. Fertig. Ach du Scheiße. Egal. Ach so, doch nicht. Ich hab gedacht jetzt. Siehst du diese Kuppeln? Ja, der Ort ist aber mit Chemikalien geflutet. Die GRE hatte dafür eine Lösung. Als sie die THV-Gen-Mod schufen, mussten sie ihre Angestellten vor der Belastung schützen. Die THV... was? Die Chemikalien. Sie entwickelten Blocker. Spritzen, die ihre Arbeiter einige Minuten vor den Dämpfen schützten. Zum Glück habe ich noch 2 Dosen davon. Ich hatte das Gefühl, die würden eines Tages noch nützlich werden. Ah, die müssen ja ziemlich viel wert sein. Sie sind extrem selten. Vorerst werden wir aber nur eine brauchen. Für dich. Kommst du denn nicht mit? Nein, ich werde nachkommen, aber zuerst musst du die Stromversorgung zum Gebäude wiederherstellen. Sieh mal, ich habe Panikattacken in engen Räumen oder im Dunkeln. Jetzt hältst du mich vermutlich für einen Feigling. Absolut nicht. Es gehört Mut dazu, hierher zu kommen. So, kann losgehen. Wenn du dort bist, schließ zuerst den Strom wieder an. Dann kann ich nachkommen. Streck deinen Arm aus. Denk daran, die Spritze schützt dich nur für begrenzte Zeit vor den Chemikalien. Kann ich denn nicht gleich beide nehmen? Nein, nicht gleichzeitig. Das Zeug ist zu stark. Begib dich so schnell wie möglich zur kleineren Kuppel und von dort aus dann zur größeren. Du solltest eine Tür nach drinnen finden. Dort bist du dann sicher. Begib dich dann zu Block B. Dort sollte sich der Hauptschutzschalter des Gebäudes befinden. Sobald du den Strom wieder eingeschaltet hast, wird die Sicherheitstür entriegelt. Dann kann ich durch den Tunnel nachkommen, den ich dir gezeigt habe. Jetzt geh. Der Blocker wirkt schon. Der Blocker wirkt. Dieser Blocker wirkt. Alter, was ist für ein Blocker, Alter, ey? Ich muss halt vor alles schon davor planen, machen, irgendwas. Boah, ich hasse solche Zeitspielchen, ey. Baumann, Fehlfunktion des Hauptstromkreises in Block B. Notfallprotokoll initiiert. Veronika, ich habe es durch die Chemikalien zur ersten Kuppel geschafft. Großartig. Jetzt begib dich zur zweiten. Finde eine Tür, eine Klappe oder irgendwas, das unter die Erde führt. Okay. Baumann, wie komme ich da rüber, ey? Stromkreises in Block B. Achso. Notfallprotokoll initiiert. Geht das jetzt ohne Zeit, oder wie? Ja, perfekt. Was steht da? Ich seh's nicht. Ich seh's einfach nicht. Veronika, ich habe den Eingang gefunden. Soweit, so gut. Woher kennst du das hier überhaupt so gut? Ich war nur einmal hier. Vor langer Zeit. Ich habe aber ein gutes Gedächtnis. Klingt hilfreich. Naja, manchmal ist es eher ein Fluch. Echt. Ich hoffe echt, man kann ihr vertrauen. Ich habe jetzt ihr vertraut, weil sie auch vom Bazar kommt und die anderen kennt. Veronika, hier ist eine Horde Infizierter. Scheiße,
Ich hatte gehofft, dass es mittlerweile leer sein würde. Tja, ist es nicht. Keine Ahnung, ob ich hier durchkomme. Benutzt die UV-Taschenlampe an deinem Gürtel. Das sollte sie in Schach halten. Bleib nur nicht stehen, Aiden. Oh mein Gott! Ey, das ist zu brutal gerade. Das war gerade echt knapp, ey. Ich muss es irgendwie direkt hier. Oh, geil. Hä, was geht? Jungs, chillt doch mal. Sehr gut. Bitte wehrt doch einfach, jawohl. Ich bin doch die Treppen hoch, ey. Die schreien übel brutal, Alter. Solange ihr nur schreit und nichts machen könnt, ist alles easy, Alter. Schon übel, ey. Keine Kraft. Veronika, ich habe es geschafft. Der Strom ist wieder an. Großartig. Der Sicherheitstunnel ist offen. Ich werde versuchen, den Aufzug nach unten zu nehmen. Ja, dieser Ort ist ein ziemliches Nest. Ein Haufen Infizierter. Aber ich habe sie erledigt. Sie waren auch mal Menschen, Aiden. Sie verdienen etwas Respekt. Aiden? Was? Was ist denn los? Der Aufzug ist stecken geblieben. Aha, ist wohl eine Sicherung durch. Ich schau gleich mal nach. Mach was! Schnell! Bitte! Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Bitte, lass mich nicht hier! Bleib ganz ruhig, ich brauche nur einen Moment. Bitte, lass mich nicht allein! Ich will doch ganz gut, lass mich doch kurz looten, Alter, ey. Ich lass dich nicht allein, du musst dich nur beruhigen. War diese Stromversorgungskasten? Aiden! Tu etwas! Hol mich hier raus! Ich bin ja dabei. Hol mich einfach raus! Hol mich raus! Ist ja nicht so, als würde ich hier Däumchen drehen, Veronika. Versuche zu atmen. Langsam. Lass mich nicht allein! Lass mich nicht allein! Schreien bringt gar nichts. Damit lockst du nur die Infizierten an. Bleib ruhig. Ich lass dich nicht alleine.
Was ist das hier, ey? Das ist doch das hier, oder nicht? Ah, da oben. Ja, jetzt auf einmal ist es total. Aber hier sind geile Sachen. Ey. I'm coming. Hä? Oh mein Gott, nicht dieses Spielchen, ey. Oh Gott. Oh Gott. Tja, was muss ich jetzt machen? Das zeigt mir da nach unten, Alter. Eins zu eins, aber da ist Loot. Und jetzt wieder Dietrich. Ey, ich kotz mich ab, all das ist, Alter. Ja, wegen 1 mm wieder, ey. Zu viel Dietrich, ey. So ohne Spaß. Gib her. Macht keinen Sinn. Spring doch mal. Veronika, wir haben wieder Strom, alles okay? Veronika? Wir treffen uns an den Aufzügen. Alles in Ordnung? Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, es klappt. Steig einfach rein. Hattest du schon immer Platzangst? Im Ernst? Seit über 10 Jahren. Und was ist passiert? Aiden, um Gottes Willen! Können wir das Thema vorerst lassen? Die Datenbank. Wo ist sie? Augenblick. Alter. Unter uns. Noch weiter runter? Noch 6 Stockwerke nach unten. Na toll. Schon wieder im Dunkeln. Warte. Mir wird schon was einfallen. Wenn wir hier Strom hätten, könnten wir ihn nutzen, um das ganze Stockwerk zu versorgen. Aber Leute, das war's mit der Folge. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt unten in die Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Hade.